kommt zwar ran, aber die Verlängerung landet bei und den das war's. Sinker und dann ist es aus! Und der MSV Duisburg gewinnt völlig verdient mit 2:0 gegen den KFC Uerdingen und er klimmt die Spitze. Wie groß ist die Freude noch? Ja, sehr. Weil es ein Derby-Sieg war, sind jetzt Spitzenreiter. Und ja, im 2:0 gegen KFC Uerdingen fährt man gerne nach Hause. Kann jetzt nach innen ziehen, Leroy Mikkels im Strafraum, zieht einfach mal ab. Ja! Leroy Mikkels, was für ein geiles Tor! Ja! Von der Strafraumkante oben rechts in den Winkel. Königshofer ist geschlagen. Es steht hier 2:0 für den MSV. Ja, das ist halt typisch, sag ich mal, für mich, weil das ist dann bis wie im Trainingsmodus. Du bist ein Gegenspieler, weißt du, gehst nach innen und wenn ich nach innen gehe und der liegt gut, dann schießt du drauf. Und ja, dass es so reingeht, umso schöner. Und zielst auch nach rechts oben? Ja, meistens schon. Ich glaube, jeder freut sich auf das Spiel, weil jeder kennt die Stimmung vom Rostock vom Hörensagen. Und ja, darauf hat auch jeder Bock. Fast ausverkauftes Haus, Rostock, geiler Verein. Ja, gehen dahin, um zu gewinnen. Und ja, Vollgas. Und um Tabellenführer zu bleiben. Ja, auf jeden Fall.